Hallo und herzlich willkommen bei Super Smash Bros. Crusade. Ich werde jetzt den Endspurt aufnehmen, das heißt, diese sechs Charaktere werde ich jetzt noch aufnehmen. Und einer davon wird Ryu sein, der hat, ne, ihr seht hier, ich werde aber nur zwei zeigen. Und zwar fangen wir mit dem hier an, würde ich sagen. Wir gucken mal die Farben, der kann ja noch Ken sein und, ja, wer auch immer das ist, wir nehmen das Originale. Stellen mal um auf 4 Leben, machen die Items aus. Yo, Final Destination gegen einen Random Level 10 Gegner. Ryu ist einer meiner Lieblingscharaktere. Und warum das so ist, zeige ich euch jetzt. Gegen Pummelo, fast eine Scheiße. Okay, auf B, ein Hadouken, ihr kennt das. So, ein Hoyuken, nach oben. Nach runter. Macht er einen Konter, der aber bestehen bleibt. Und auf Rebound B. Der komische. Drehwirbelding. Ja, okay. Konzentration. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja. Zack. So. So, jetzt gehen wir Pummel auf meinen Kragen. Auf geht's. Ja. Pummel ist auch ein komischer Charakter, oder? Zack. Weg mit dir. Achso, der bindet sich sein Stimmband fest. Oh nein! I don't wanna sleep. Aha, ja, okay. Früher waren die Attacken ein bisschen anders von dem, merke ich gerade. Das kann aber auch sein, dass ich immer den anderen Ryu gespielt habe. Aber Pummelhof ist jetzt auch kein harter Gegner, wie ich merke. Und der fliegt ja direkt schon so weit. Oh shit. Damit hätte ich gern mal getroffen. Aber ihr habt ja gesehen, was meine Ulti war. Das war dieser Hadouken. Nur in etwas krasser. Was? Ries! Oh shit! Macht mir gar nichts. Okay, macht mir schon was. Mist! Das hat mich Pummelluft echt schon zweimal rausgegangen. Okay, das eine Mal, das erste Mal gilt ja nicht. Also der Kampf hier ist schwer langweilig, kann das sein? Alter! Also Ryu hat irgendwie Schläge drauf? Was machst du da? Ich würde Ryu ja beim richtigen Smash Bros. Ultra feiern. Das wäre noch so ein Charakter, der fehlt, aber... Ich weiß nicht, ob Nintendo... Ich meine, Solid Snake ist ja auch dabei. Oder beispielsweise Mega Man oder so. Und, also so ein Ryu und ein Ken oder ein Ryu und ein Bison oder so. Werde ich richtig geil finden. Vor allem die Attacken. Die passen so gut da rein. Oh shit, jetzt habe ich noch verloren. Oh, sorry. Ja, Pummelhof gewinnt. Gegen Ryu, wer kennt es nicht? Ja, ich will den. So, Evil Ryu hat auch noch andere Farben. Aber wir bleiben das originale Evil. So, die Items an. Alles normal im Step. Und dann nehmen wir natürlich die Street Fighter Map, oder? Street Fighter 2. Suzaku Castle, oder wie heißt das Ding? Irgendwas mit Castle auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der Evil Ryu so anders kann. Ich weiß es, glaube ich, schon. Oh, da ist noch ein normaler Ryu. Alter. Also erstmal brenne ich. So. Dann Hadouken. Dann hat er hier das. Dann macht er so einen Dash nach vorne und attackt seine Gegner.
Und auf Runtern B hat er den Konter trotzdem. Und auf Hoch und B, Moment. Hat er auch das hier, okay. Also manche Sachen sind gleich, manche Sachen sind anders. Vor allem die Smash-Attacken unterscheiden sich aber. Ich schnapp jetzt erstmal den Hammer hier. Wir sind mir zu bunt. So, noch Fragen irgendjemand? Du? Wer ist das denn überhaupt? Ach, Falco soll das sein. Alter. Oh shit. Oh Gott. Hohoho. Also seit der Version 8.4 hat sich hier viel verändert bei den Reels. Sind nicht mehr ganz so geil, muss ich sagen. Aber diesmal hole ich den Sieg. Ah ja, und hier, wenn der oben ist, dann schießt er das Ding nach unten. Was ich eigentlich ganz geil finde. Oh shit. Oh shit. Alter, jetzt habt ihr das Zertrunken gesehen. I prefer the air. Nein! Ah! Nein! Geh runter von mir! Oh Mann, der Fußball, der haut gar nicht rein, so wie sonst. I prefer the air! Alter, es hat ein Gemetzel hier! Da komme ich ja gar nicht drauf klar! So! Oh oh, oh oh, oh oh! Ich lebe noch, der Sturm kann mir nichts tun. Ey, also die Down Smash ist schon ziemlich... Oh, shit. Ist schon ziemlich geil. Seht ihr, er holt aus und dann... Bam! Seht ihr? Oh, der ist auch schon tot. Jetzt haben wir Evil Ryu gegen Ryu. Nimm das. Hä? Dann nimm das! Ja. Das war Evil Ryu. Und der hat Ryu platt gemacht. Und meine Katze drehen wieder am Rad. Da freuen wir uns doch alle. Ja. Komm, wir zocken. Wir machen noch eine Ausnahme. Und zocken nochmal mit dem ein kleines One-on-One. Und zwar mit zwei Leben auf. Non, und wir nehmen diesmal den Ken. Ken-Style. Damit ihr den auch noch seht, war jetzt eine kurze Let's Play-Folge. Und außerdem habe ich ja eine Runde verloren. Gegen Falco. Ich finde ja Ken immer geiler. Ich gucke gerade, was der anders kann. Ich finde aber nichts. Da. Oh. Aber irgendwie gefällt er mir besser. Alter. Was war das denn? Guck mal, wie Ken aufräumt hier. Oh shit. Falco? Falco? Jetzt habe ich alles kaputt gemacht, was ich gerade so schön aufgebaut habe hier. An Vorsprung. Sag mal. Oh shit. Ich will ein Perfect. Scheiße, doch kein Perfect. Aber egal, ich hab ja noch eine. Ich hab ja noch eine hier. Oh, das ist ja dasselbe. Also fast dasselbe wie Evil Ryu, aber ein bisschen anders. Ja, okay. So kann man auch gewinnen. The winner is Ryu. Ryu!
Weil er auch sieht wie Ken. Hey. Ja, danke, das war's mit Ryo. Danke fürs Zuschauen. Nächste Runde geht's mit Chun-Li weiter, ein weiterer Street Fighter-Charakter. Lasst einen Daumen nach oben da und unterstützt mich. Danke, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.